So, dann wieder einen wunderschönen guten Abend. Kommen wir zurück zum JFD Live Trading TV. Es ist 20 Uhr oder kurz nach 20 Uhr. Die US-Märkte sind noch rege am Handeln, die Teilnehmer. Und wir schauen uns trotzdem mal die Märkte an. Ich habe jetzt hier einfach mal auch ein bisschen was rausgepickt, was eben heute beziehungsweise eben gestern war, und hier mit ein neuer spannender Wert. Da war die Vonovia genannt worden. Und das ist dann wirklich hier ja, ein toller Stockpick gewesen. Obwohl der DAX schwach, also über den ganzen Tag fast hinweg schwach war, war das die einzige Aktie fast neben teilweise mit ProSieben, die sehe ich aber gerade, die ist noch minus ins Minus gedreht, sogar minus mit minus 3% geschlossen. Und die Vonovia, ja, wie man hier sieht, waren fast über den ganzen Tag hinweg im Plus. Und das ist definitiv ein Stockpick, den man hier auch einrahmen darf, ja, wenn es hier hält. Genau an dieser Trendlinie, an dieser Unterstützungslinie. Mal sehen, was noch kommt. Also hier kann er ruhig, ja, knapp 5% oder 8% zulegen. Dann dürfte er wahrscheinlich wieder Schwierigkeiten haben. Ja. Ein bisschen älterer Szenario, Setup hier US-Dollar, kanadischer Dollar, lief zunächst sehr gut an. Mit dieser Kerze im 4-Stunden-Chart wurde alles im Prinzip zunichte gemacht. Und hier ging es genau wieder runter an die Unterkante. Mal schauen, ob es das noch hält. Die wichtige Unterstützungslinie ist ja hier eingezeichnet. Also über dieser Marke kann sich auch hier nochmal was nach oben fortsetzen. Allerdings wäre es hier besser gewesen, neues Hoch auszubilden. Deswegen ist jetzt hier nicht mehr ganz so spannend. Trotzdem, wenn natürlich hier so eine Bewegung ist, muss man oder sollte man an das Kerzentief eventuell seinen Stopp trailen oder dann auf einen Stand nachziehen. Deswegen hier sollte niemand mehr drin sein. Des Weiteren gab es noch Euro, japanischen Yen. Wieder eine Kerze, wo die Tagestief unter dieser Marke war und hat sich wieder hochgehangelt. Passt soweit, nichts Berauschendes. Das neue australische Dollar, kanadische Dollar ist hier, hat das richtige Kaufsignal nicht aktiviert natürlich. Kommt hier nochmal in den Unterstützungsbereich rein. Und sonst war jetzt hier noch eine Vonovia. Hier den DAX, den kann man jetzt hier auch gleich besprechen. Neues Setup habe ich noch nicht. Ja, dafür habe ich aber nachher eben nochmal die US-Märkte im Blick. Hier heute Vormittag ging es nach oben. Hier gesagt, dann sollte man nicht mehr ins Minus kommen. Dann gab es nochmal neues Tief. Im Endeffekt, jetzt komme ich halt dann doch gleich auf die US-Märkte. Das hat zwar nicht so hundertprozentig gepasst, zunächst hier am Vormittag schon. Hier gab es dann tiefere Kurse und das sollte man, ja, deswegen sollte man auch natürlich die US-Märkte auch separat sowieso immer auf dem Schirm haben, auch wenn man den DAX nur tradet. Und hier gab es eben dieses wunderschöne Setup. Ich kann das auch hier wieder auf die Parkettbörse schalten. Da gab es eben einen Rücklauf exakt an die Unterkante hin, diese neue, wo ich erwähnt hatte im Video. Und auch sonst auf dem Godmore Trader wäre nur auf Schlusskursbasis sowieso aktiviert worden und lag 10 Punkte unter diesem Tief. Und hier ist exakt diese Marke erreicht worden. Ich habe die auch hier im Stream nochmal erwähnt, gegen 16:30 Uhr. Da lagen wir gerade mal ja, 10 Punkte über dieser Marke. Und es gab eben wie hier dann eingezeichnet oder beziehungsweise hier die Erholungsbewegung und wieder an eine Widerstandslinie von in der Vergangenheit, die dort eingezeichnet wurde. Also analytisch wieder dann doch recht sauber alles verlaufen. Trade-technisch war natürlich hier im DAX das natürlich hier ein bisschen schwieriger, wenn man nur den DAX beobachtet hat. Also da, ja, wären wir frühestens wieder
wirklich frühestens hier knapp unter der 10.400er Marke reingekommen. Mal schauen. Aber deswegen gibt es ja auch die Vonovia und auch hier die Lufthansa-Aktie hat man das Kauflimit weiter hochgesetzt. Und hier ist man zum Zuge gekommen. Fast wäre dann doch im Tagesverlauf fast das andere Limit, aber nee, das wäre wegen 1, 2 Cent auch nicht erreicht worden. Also das passt. Soweit zwei DAX-Werte mal, die wirklich interessantes Setup haben, weil gab es ja lange schon nicht mehr einzelne DAX-Setups. Da möchte ich eigentlich fast gar kein Wort mehr verlieren. Das ist jetzt echt, was soll ich sagen, unschön, nicht, nicht anderes Wort zu finden. Scheußlich. Also hier kann ich nur das wiederholen, was ich in den Videos gesagt habe. Hier gab es zwar wieder vormittags was mit dem Ausbruch, Rücklauf, aber eindeutige Signale, wie es hier gewünscht gewesen wäre, ja, gibt es nicht. Auch nachbörslich immer wieder oder am späten Nachmittag immer wieder wird die Erholung eben abverkauft. Ja, hier das Video hatte ich dann genau zu der Zeit, nee, nicht. Ja, hier gab es den Bruch. Dann kam es hier dann doch nicht drüber. Ich bin jetzt nur ein bisschen irritiert. Ich habe gedacht, hier lag das Muster anders. Aber gut, hier die wichtige Marke 1738 steht hier noch als Unterstützung bereit, die hier eingezeichnet war, minimal. Irgendwann dann kurz um 14 Uhr erreicht worden. Und jetzt wieder hier. Also, das ist einfach unschön. Ja, hier mit dieser Kerze, ja, wenn es hier um 9 Uhr, also die 9 Uhr bzw. 10 Uhr Kerze, ja, wenn das jetzt hier gewesen wäre, ja, Zurückeroberung der 1755, hier das auch noch, und hier hätte es dann schön weitergehen müssen. Gab es eine schwarze Kerze und das war es dann wieder mit dem vielleicht positiven Momentum. Also kann ich leider nichts mehr sagen. Das ist hier eine Entwarnung, beziehungsweise auf Tagesbasis gab es ja nicht eine hundertprozentige Entwarnung. Zum Dow Jones vielleicht noch ein Wort. Ja. Ist hier nicht auf 4 Stunden Schlusskursbasis aktiviert worden. Hat hier mit der 18.000er Marke gekämpft. Ging 40 Punkte nach unten. Mit dieser Kerze ist das Level bestätigt worden und zeigt sich jetzt hier mit einer Anschlusskerze. Hier bei 18.156 dürfte es wahrscheinlich wieder Probleme geben. Morgen früh gibt es dann hoffentlich mehr. Ach, genau, bevor ich es vergesse, hätte ich ja fast vergessen. Auf Tagesbasis gibt es hier zum Beispiel, hatte ich schon gestern auf dem Godmode Trader. Da sind viele solche Kerzen jetzt da, so Hammerkerzen im Tageschart. Also hier die Unterkante getroffen, abgeprallt und ja, ne. Walt Disney kommt von ganz weit unten, fehlt aber dürfte nochmal ein Hoch fehlen über einen längeren Zeitraum oder also, ich meine natürlich nicht von heute auf morgen neues Hoch. Hier eine Korrekturbewegung, die vielleicht hier eben abgeschlossen wurde jetzt mit dem heutigen Tag. Das ist jetzt wieder so ein Special-Wert, der mir ganz persönlich super gefällt, weil er halt genau das macht, was ich am Tage davor oder am einen Tag davor skizziert habe. Ja. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.